Also riesig wird man nicht im Game Center und calm your heart and let go, ich weiss dann nicht. Da in dem Getümmel unten zwischen all diesen Bling-Bling-Kästen findet meine japanischen Familienmitglieder das allergrösste zum sonstigen Spiele spielen. Da muss man Münzen reinlassen, wo dann die Münzen und den Ballen durch die Führer schieben. Das ist eben ein Glücksspiel und wenn der Ball dann kommt. Bitte ist Rotti. Und zum Glück ist der dann mal reingegangen. Ja, da! Yeah, die Juhui auf Japanisch. Und jetzt gehen wir zu der Mitte und wir schon. Fischen. Elektronisch fischen. Da sieht man, welchen Fisch man kann fangen. Und so geht das mit Ausrühren und reinziehen. Loslassen ist ein Ärger. Und wenn man einen fischen kann, dann ist sie so happy gewesen. Ich kann es fast nicht nachvollziehen. Aber ich finde es immer noch viel besser als der richtige Fischerpot im anderen Bereich des Game Center, wo lebende Fische drankommen. Jetzt kommen sogar noch die Haifische. Und sie haben noch andere Modus gehabt. Wir sind zu lang dran gewesen. Der Haifisch braucht natürlich mehr Kraft und mehr Technik. So streng sollte man mitgehen. Ich finde es auch so streng hier im Game Center. Es ist wirklich nicht meine Welt. Da hinten ist das Rossrennen und überall hat es Screens und laute Musik. Ich vermisse ein bisschen die Tage, wo das noch das Größte ist, wo wir auch im Kinderbereich waren und stundenlang die Böllchen hier eingeräumt haben, wo es wieder oben auf den Platz hat. Man kann auch noch Inlineskaten, Bullriding machen. Und auf dem Dach oben hat es einen Outdoor-Bereich. Über das habe ich in einem anderen Video berichtet und dir den verlinken. Zum Glück findet Mika jetzt noch Ballon oder Billard. Mega lässig. Das sind ja dann doch gemütlichere Sachen. Aber wenn sie kann wählen, dann ist sie mit dem Papa hier unten im Game Center und spielt die Spiele spielen mit den ganz grossen Bildschirmen. Wenn du jetzt auch findest, wow, Game Center, das ist ja das Grösste. Das Round 1 findest du ganz sicher, aber du noch zuerst ein bisschen Japanisch lernen, dass du die Angestellten dann kannst fragen, du kannst mir das Spiel hier erklären. Auf ronjasakata.com kannst du dich anmelden für den gratis Japanischkurs. Oder das Buch Japan für dich, ein Spaziergang, wartet auf dich und macht dich fit für Japan. Matane, bis bald!